Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch eine meiner Lieblingsfrüchte vorstellen. Heute geht es um die Papaya. Es gibt am Ende des Videos auch noch etwas zu gewinnen, also bleibt unbedingt dran. Wer mich hier auf YouTube schon länger verfolgt, der wird ja wissen, dass ich die schleimfreie, die schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret praktiziere. Und zu dieser Ernährungsform können reife Früchte gehören, beziehungsweise gehören auch reife Früchte. Ich betone hier nochmal ausdrücklich reife Früchte. Also der Reifegrad der Früchte ist sehr wichtig für diese Ernährungsform. Unreife Früchte können zur Übersäuerung des Körpers beitragen, beziehungsweise auch die Zähne schädigen. Hier auf meinem Kanal spreche ich auch immer wieder gern über regionale Ernährung. Also regionale Ernährung ist mir auch schon seit vielen Jahren ein Anliegen. Allerdings bestelle ich mir auch ab und zu so ein bis zweimal im Monat reife Früchte, reife südliche Früchte. Aktuell haben wir hier an regionalen Früchten eigentlich nur Äpfel und Birnen. Bei Äpfeln muss man auch aufpassen, gerade die sauren Sorten sind für manche Menschen nicht geeignet, vor allem wenn sie schon Zahnprobleme haben oder Probleme mit dem Zahnfleisch. Der Vorteil der Papaya ist, dass sie keine Fruchtsäuren oder kaum Fruchtsäuren enthält und sehr enzymreich ist und es ist wirklich eine sehr milde Frucht. Schon Dr. Joachim Mutter hat in seinem Buch Grün Essen die Papaya als sehr wertvolle Frucht beschrieben. Also bei ihm ging es zum Teil auch um Fruchtzucker und dass immer mehr Menschen eine Fruktoseintoleranz haben. Und bei der Papaya ist auch der Anteil von Traubenzucker und Fruchtzucker ähnlich. Also die Papaya enthält nicht so viel Fruchtzucker, wie zum Beispiel auch die Kaktusfeigen oder wilde Aprikosen sind vor allem sehr gut für Menschen geeignet, die eine Fruktoseintoleranz haben oder ein bisschen auf Fruchtzucker aufpassen müssen. Also die Papaya ist wirklich eine geniale Frucht und ich integriere sie regelmäßig in meinen Speiseplan. Also nicht täglich, aber regelmäßig. Ich habe vor vielen Jahren in Afrika die Papaya kennen und lieben gelernt. Ich glaube, vorher habe ich in Deutschland noch nie Papaya probiert. Erst in Ghana und dann später in Tansania habe ich sie vor allem lieben gelernt. In Tansania habe ich ein Praktikum für mein Studium gemacht, erst in einem Kindergarten und später in einer Sprachschule. Und das Praktikum im Kindergarten habe ich in einem sehr ländlichen Raum gemacht. Das war so wie eine Art Buschdorf und dort hat mir jeden Morgen, bevor ich zum Kindergarten gegangen bin, ein Junge eine Papaya gebracht und eine Limette. Ich habe ihm immer dafür ein bisschen Geld gegeben und hatte dann immer so mein Mittagessen intus. Ich habe damals schon, das war 2002, das intermittierende Fasten betrieben. Also ich habe erst mittags gegessen und einfach vormittags getrunken und er hat mir immer vorher die Papaya und die Limette gebracht und dann konnte ich mittags immer geniale reife Papayas essen. Und er hat mir gezeigt, wie ich den Limettensaft über die Papaya träufle und es ist wirklich eine geniale Kombination und ab und zu kombiniere ich auch Papaya und Limettensaft heutzutage noch. Im Supermarkt oder Bioladen kaufe ich sehr selten Papayas, wirklich sehr selten, weil mich einfach die Qualität nicht so zufriedenstellt und ich das Gefühl habe, dass die Papayas viel zu früh geerntet werden. Die Papayas gehören zwar zu den klimakterischen Früchten, das heißt, sie reifen nach, aber wenn sie zu früh geerntet werden, dann kann sich das Nährstoffspektrum nicht komplett ausbilden, beziehungsweise auch das Aroma. Deswegen schaue ich immer ganz genau, wenn ich Papaya bestelle, dass die Qualität stimmt, dass sie wirklich nicht zu früh geerntet werden und dass die Papayas wirklich auch ein gutes Aroma haben. Was gibt es Wissenswertes zur Papaya zu sagen? Die Papaya stammt ursprünglich aus Mexiko bzw. Südamerika und hat ein zartes Fruchtfleisch, das so verschieden orange bis rot Farben sein kann und was im Reifenzustand auch weich ist. Die Papaya enthält unter anderem das Enzym Papain, was sehr wichtig für den Eiweißstoffwechsel ist. Also das Papain kann nämlich Eiweiße in Aminosäuren aufspalten, sodass sie vom Körper besser verwertet werden können. Die Papaya ist sehr gut verdaulich und kann zum Beispiel gegen Verstopfungen oder Blähungen helfen. Die reife Papaya enthält nicht so viel Papain, also dieses eiweißspaltende Enzym, wie die unreife Frucht. Diese schmeckt aber bitter und ist nicht so gut genießbar. Dafür enthalten aber die dunklen Kerne der Papaya das Papain. Sie haben auch so einen pfeffrigen Geschmack. Die können auch zum Beispiel gedörrt, getrocknet werden und dann als Gewürz verwendet werden. Papayas sind nährstoffreich. Sie enthalten zum Beispiel viel Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, viele B-Vitamine. Sie sind auch reich an Ballaststoffen und enthalten zum Beispiel auch Kalium, Magnesium, Selen, Eisen
und haben generell einen positiven Einfluss auf den Säure-Basenhaushalt, wenn sie regelmäßig gegessen werden. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach reifen Papayas. Wo kann ich gute Papayas bestellen zu einem guten Preis? Und bin dann bei Coco Loren gelandet. Ich habe schon im Februar ein Video veröffentlicht, da habe ich über eine längere Fastenerfahrung gesprochen und habe dieses Fasten mit reifen Früchten von Coco Loren gebrochen. Das waren damals Ananas, Mangos und gelbe Drachenfrüchte. Ich verlinke euch das Video oben in den Infokarten, falls es einige unter euch gibt, die es noch nicht gesehen haben. Und dort habe ich dann auch reife Papayas gefunden. Da gibt es zum Beispiel ein 4 Kilo Papaya-Paket, ein 7,5 Kilo Papaya-Paket, aber man kann die Papayas auch einzeln bestellen. Das sind 7,5 Kilo Papaya. Die werden bei Coco Loren im Rahmen eines Papaya-Paketes angeboten, eben von 7,5 Kilo. Das sind meistens 4 bis 5 größere Papaya. Das Tolle an diesem 7,5 Kilo Papaya-Paket ist, dass die Früchte nicht alle gleich reif sind. Die können innerhalb von einer Woche aufgebraucht werden. Und das ist wirklich wunderbar. So hat man dann eine Woche lang reife Früchte. Und wem das trotzdem zu viel ist, zum Beispiel kann man die Papayas auch schälen, entkernen, würfeln und in einer geschlossenen Box mindestens eine Woche im Kühlschrank aufbewahren. Dann kann man sich dann jeden Tag einen Teil herausnehmen, auf Zimmertemperatur wieder aufwärmen lassen und dann einfach genießen. Das sind die ersten beiden Papayas vom Papaya-Paket, die jetzt schon reif geworden sind. Die rechte Papaya sieht noch ein bisschen reifer aus. Die Schale der Papaya hat sich in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr verfärbt. Also sie ist jetzt schön gelb. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Innere der Papayas aussieht. Und vor allem, wie sie schmecken. Das Fruchtfleisch der Papaya sieht schon mal fantastisch aus. So lachsfarben, wie das eben für Papayas, für reife Papayas typisch ist. Aber ich sehe gerade, durch die Kamera wirkt das Fruchtfleisch der ersten Papayas hiervon oder der ersten Papaya-Hälfte hiervon etwas blass. Wenn ich hier so an der Kamera vorbeischaue, dann sehe ich genauso kräftiges, lachsfarbenes Fruchtfleisch wie hier hinten. Die Kombination Papaya und Limette ist wirklich sehr lecker. Ihr seht, ich habe mir hier schon 4 Löffel Papaya-Fruchtfleisch genehmigt. Das ist eine sehr wohlschmeckende Papaya. Sie ist gut nachgereift, sie schmeckt aromatisch und süß. Ich esse ja Papayas immer nur als Monomahlzeit. Maximal kombiniere ich das Papaya-Fruchtfleisch mit Limettensaft. Und wenn ich eine Papaya pur esse, dann ist es mir auch wichtig, dass sie gut nachgereift ist, dass sie aromatisch und süß schmeckt. Und die Papaya von Coco Loren erfüllen auf alle Fälle diese Kriterien. Heute ist Papaya Nummer 2 dran. Die sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, weil wir ja gerade verreist sind. Und ich habe diese und die erste Papaya mit dem Zug mitgenommen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie diese Papaya schmeckt. Auch diese Papaya sieht sehr reif aus, hat ein schönes lachsfarbenes Fruchtfleisch. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie diese Papaya schmeckt. Habe ich hier die Kerne ein bisschen zusammengehäuft und werde jetzt hier mal etwas von diesem Papaya-Fruchtfleisch probieren. Also die Papaya schmeckt, wie schon vermutet, sehr, sehr lecker, sehr aromatisch und süß. Ihr seht, sehr saftiges Fruchtfleisch. Sammelt sich hier unten schon der Saft. Wirklich sehr lecker. Coco Loren hat zwar höhere Versandkosten, dafür aber günstige Preise für die Früchte und eignet sich vor allem für Vielbesteller, also für Menschen, Familien, die eben auch mal ein Papaya-Paket von 4 oder 5 oder 7,5 Kilo bestellen oder eben auch ein Ananas-Paket. Coco Loren bietet auch verschiedene Ananassorten an. Ich habe bis jetzt schon 2-mal die Gourmet-Ananas gehabt. Wirklich eine sehr gute Ananassorte, wirklich mit einer ganz, ganz guten Qualität. Ich hatte damit auch im Februar mein Fasten gebrochen. Wirklich sehr aromatisch, sehr süß und wenig Säure. Ich habe oft das Problem gehabt, wenn ich im ganz normalen Handel im Supermarkt eine Ananas gekauft habe, dann enthielt diese noch zu viel Säure. Und Ananas gehören zu den nicht klimakterischen Früchten, also die reifen nicht
nach. Und das ist ganz wichtig, dass sie nicht zu früh geerntet werden, sonst enthalten sie zu viel Säure. Und mir berichten immer wieder Menschen, dass sie dann so ein Brennen auf der Zunge bekommen oder Mund an den Lippen, wenn sie unreife Ananas essen. Und das ist bei der Gourmet-Ananas von Coco Loven auf keinen Fall gegeben. Das sind wirklich reife Früchte. Also eine wirklich ganz tolle Ananas, kann ich wirklich nur empfehlen. Mein Jüngster isst jetzt auch ein bisschen Ananas. Der Silas isst sonst wenig Rohkost, aber Ananas gehört mit zu seinen Lieblingsfrüchten, neben den heimischen Früchten. Ne? Probier ja. Mal. Ist Ananas keine heimische Frucht? Nein, die kommt aus den Tropen. Schön saftig. Auch eine schöne gelbe Farbe. Ne? Und keine Säure. Schmeckt's? Oh, es gibt einen Daumen nach oben. Okay, ich probiere auch gleich noch mal ein Stück. Das ist aber meine. Ein Stück noch. Okay. Ich nehme, such mir mal eins aus, was ich essen darf. Da. Das Zerstochene nehme ich dann. Lecker. Mit Coco Loven verlose ich jetzt ein 7,5 Kilo Papaya-Paket. Wie könnt ihr teilnehmen? Ganz einfach. Jeder, der unter diesem Video kommentiert, nimmt an der Verlosung teil. Schreibt mir gern rein, warum ihr dieses Papaya-Paket gewinnen möchtet. Ihr findet nähere Bedingungen zu dieser Verlosung auch unter diesem Video in der Infobox. Ihr könnt bis Dienstag 12 Uhr unter diesem Video kommentieren. Dann werde ich durch Zufallsprinzip einen Gewinner auslosen und werde diesem Gewinner dann auch unter seinem Kommentar eine Antwort schreiben. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr dann wirklich mal am Dienstag schaut, nach zwischen 12 und 13 Uhr, ob ihr dieses Papaya-Paket gewonnen habt. Dann müsst ihr nämlich so schnell wie möglich auf meine E-Mail-Adresse, die ich damit hinzufügen werde, eine Antwort schreiben mit eurer Adresse und am besten auch noch eine Telefonnummer, falls irgendwas mit dem Paket nochmal abgesprochen werden muss. Also seid ein bisschen achtsam und schreibt mir bitte schnell zurück. Ich werde eventuell auch noch so eine Art Ersatzgewinner, Ersatzgewinnerin ziehen, falls der erste Gewinner oder die erste Gewinnerin sich nicht meldet. Wer auch bei Coco Loven bestellen möchte, bis zum Mittwoch, den 13.11. 20 Uhr, könnt ihr auch bei Coco Loven bestellen. Ich setze euch den Link zu Coco Loven unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Da könnt ihr euch gerne im Shop umschauen und wenn ihr mögt, auch eine Früchtebestellung aufgeben. Ich hatte ja schon die günstigen Preise von Coco Loven erwähnt. Das kommt vor allem dann zum Tragen, wenn man ein Fruchtpaket bestellt. Zum Beispiel kostet die Papaya im 7,5 Kilo Paket pro Kilo nur 6,65 €. Und die Ananas kostet im 5-Kilo-Paket nur 6 Euro das Kilo. Das sind wirklich sehr gute Preise für eine sehr gute Qualität. Wer bis zum 13.11. bestellt, bekommt dann am 21.11. seine Lieferung. Ich habe euch ja hier in diesem Video auch die vier großen Papayas gezeigt, die zu meinem 7,5-Kilo-Paket gehört haben. Ich habe ein paar Tage gewartet und dann war die erste reif und dann sind die anderen auch langsam nachgereift. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn die Papayas nicht total reif kommen, weil es dann manchmal auch beim Transport zu Schäden kommen kann und die Früchte dann so ein bisschen zerdrückt sind, beziehungsweise muss man dann beim Transport oder beim Verpacken viel mehr Materialien aufwenden, wenn die Papayas schon reif oder ganz weich verschickt werden. Meine Erfahrung mit Coco Loven ist, dass die Papayas nicht zu früh geerntet werden, sie noch gut nachreifen und dann vor allem auch aromatisch schmecken.
Das war's von mir. Ich freue mich auf viele Kommentare unter diesem Video. Hinterlasst gern ein paar Zeilen, warum ihr dieses 7,5 Kilo Papaya-Paket von Coco Laven gewinnen möchtet. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag oder je nachdem einen wundervollen Start in die neue Woche, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, und wünsche euch alles Liebe, alles Gute.